So, hallöchen, herzlich willkommen. Wir sind immer noch hier, wir sind immer noch dabei. Wir sind immer noch bei Shadow of the Tomb Raider. Ich bin der Franconia. Und wir checken mal hier hinten die Lage ab. Jetzt habe ich schon gedacht, der hat nichts an. Ist das eine Frau? Hier, das ist ein Kerl. Eieiei, Gott sei Dank ist alles hier gescheit bedeckt. So. Was sind das für Hütten hier? Die bauen Boote hier, kann das sein? Ist ja nur ein Mannboot, ne? Ja, wasch dich erstmal. Dein dreckigen Ranzen. So, ich guck mal hier, neues Basislager entdeckt. Na, bist du deppert. Nehmen wir das doch auch mal gleich mit. Ein Fähigkeitenpunkt erhalten. Könnte man theoretisch was herstellen, oder? Demütig, hier in Paltiti zu sein. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe nur einen alten Ort erwartet. Artefakte, Gräber. Ich habe nicht an die Menschen gedacht. Für mich gab es nur Hinweise. Ich hatte keine Zeit, um zu staunen. Ich wollte mich nicht einmischen. Aber Trinity ist hier. So, hast du alles? Hat sie soweit alles? Gut, dann gucken wir jetzt mal. Ja, Überlebensinstinkte, 3 Punkte haben wir. Okay, wir müssten, glaube ich, hier mal ein bisschen was machen, ne? Mit einem Pistolen kann Leuchtmunition verwendet werden. Blenden und Betäuben sie ungepanzerte Schießmethode. Lockpfeile, Lockfallen. Das ist cool, das wollten wir ja schon immer mal machen. So. Schlingen der Viper. Halten Sie rechts 1 gedrückt in der Nähe einer feindlichen Leiche, um damit eine Falle zu bauen. Wenn andere Feinde einen präparierten Körper untersuchen, detoniert die Fallen einen tödlichen Hagel von Schrapnell. Da, wenn die sich freuen, Freunde. Da, wenn die sich aber freuen hier. So, dann gehen wir nochmal ins Inventar. Ein Upgrade verfügbar, was? Gucken wir uns das doch mal an. Ah, tatsächlich das hier. Und das können wir auch noch machen. Yeah, dann hätten wir das doch voll, ne? Gibt es dafür eine Trophäe? Nein. Oh doch, provisorisches Arsenal. Sehr schön, ich freue mich. Drei Upgrades sogar verfügbar. Gezogener Lauf macht mehr Schaden, okay. Holahan, Feuerrate geht ein bisschen in die Höhe. Sehr schön, da können wir auch noch ein bisschen was machen. So, am Gewehr oder an der MG können wir leider nichts machen. Aber das mit Schalldämpfer, ne? Pistolenvisier, Aufsätze. Ja, da gibt es aber auch noch Aufsätze, ne? Gibt es überall noch Aufsätze? Upgrade 7 von 8. Upgrade 7 von 8. Okay, ansonsten. Ja, wir lassen jetzt mal hier wirklich tatsächlich die Klamotten an. Hier können wir nicht so weit machen. Dann hätte ich gesagt, steh mal auf, machen wir weiter. Ah, die sortieren den Fisch. Weg der Vater. Die Kinder sind sehr begeistert. Ich sehe schon kommen. Da muss doch hier sowas ähnliches wie Schule geben. Hier gibt es nicht einmal eine Tür. Doch, das wird die Tür sein, denke ich mal. So, gucken wir halt mal. Ach, hier oben. Das ist natürlich eine Idee, ne? Ja. Tja.
Nanü, nanü. Ist hier was Cooles? Nee. Hey. Ja. Ja. Aber wir können hier nach oben. Yeah. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Aber hier geht's noch weiter, meine Liebe. Oha, was ist das hier? Was haben wir hier für einen Stamm? Okay, hier geht's noch mal rein. Da können wir nicht interagieren, aber hier haben wir was, ne? Jo. Yeah, 100%! Der erste Kaiser, ein Gericht über die Geburt eines Anführers. Während einer erbitterten Schlacht legt ein Mann aus zweierlei Blutlinien die Waffen nieder und überzeugt mit einer leidenschaftlichen Ansprache die anderen Krieger, es ihm gleich zu tun. Sie folgen ihm vom Schlachtfeld in die Stadt und enthaupten dort mehrere Kaufleute, deren Streitigkeiten den Krieg verursacht hatten. Yeah! So, Monolithen freigeschaltet. Alle Dialekte kann jeder fortgeschrittene Catch Monolith entziffern. Ob wir das wollen? Natürlich wollen wir das. So, dann gehen wir nochmal hier nach oben. Nee, Freunde, hier. Na, hier stimmt doch was nicht. Ach, du grüne Neune. Was? Wir sind doch schön ins warme Wasser eingetaucht. Ach Gott. Okay, ja. So kann's gehen, ne? Wieso springe ich so doof, ey? Okay, wir müssen jetzt hier irgendwie schauen, dass wir anders drunter kommen. Ah, tut mir leid, Freunde. Tut mir sehr leid. So, wir versuchen es nochmal. Ja, und wo geht's jetzt weiter? Glück gehabt. Ah, wieder mehr Glück als Verstand. So, wir gehen mal hier rüber wieder. Was haben wir hier Feines? Dame ringt nach Luft. Hä? Hä? Okay, ist jetzt abwurscht. Hä? Okay, das habe ich jetzt zwar überhaupt nicht kapiert. Aber okay, ist halt so. Dann gehen wir mal schnell nochmal hier da rum.
Hier hat er natürlich noch was. Hier ist noch was. Und dann können wir mit dem Eingeborenen auch noch reden. Grüß dich. Pass auf. Wir haben in der Gegend einen Wolfsbau entdeckt. Aber vielleicht bist du ja genau deshalb hier. Wie meinst du das? Die Götter haben eine einsame Jägerin geschickt. Sehr passend. Viel Glück auf deiner Jagd. Was? Schwarzmähnenwölfe, ja gratuliere du. Ja gratuliere, so, da gehen wir aber noch nicht hin. Wir können aber hier Lamas streicheln. Ne? Oder weißt du was? Das wird doch die schlammige Seiche. Durch die schlammige Bambi da durchkrabbeln. Eieiei, und dann verlierst du den Halt auch noch. Ah, okay, hier müssen wir durch. Hui. Nochmal rotzige, schlammige. Schlammige, wieso sage ich mal schlammig? Yeah, neues Basislager entdeckt. Gratuliere. Das nehmen wir auch noch mit. Ach nein, sag bloß. Theorie, ach nee. Bin ich hier richtig? Aber auch schon wieder so cool, ne? So, ja, klar. Ich kann es nirgendwo befestigen. Warte mal, hier waren wir doch schon. Fuck. So, Nummer uno. Ja, aber da waren wir ja schon mal, ne? Yeah.
Sorry, ich kann nicht anders, ne? Ich muss so machen. Oh, oh. Na, 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 mein Lieber. Na, 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 na. Jetzt beißt du mich zu Tode, der Hund. Ja, der Wolf. Okay, gehen wir noch mal zurück, Freunde. Gehen wir noch mal zurück. Es muss doch hier einen Weg geben. Alter. So, den Vogel schießen wir einmal runter. So, gibt's hier noch was Cooles? Nee. Alter, hier gibt's richtig cooles Zeug noch, ne? Die Lamas. Ach, leck mich doch fett. Okay, merken wir uns, wo wir herkommen. Ich werde es mir vermutlich nicht merken können. So, wir gehen erstmal hier hin. Gehen wir nochmal hier nach oben, weil wir es können. Schnappen uns das hier noch. Na, läuft doch. Expeditionsbericht, Yucateco, Bericht eines Schwers. Ich habe den Ort gefunden. Er ist verborgen und schwer zugänglich. Wir scheinen dort sicher vor den Fremden zu sein, die uns in die Sklaverei zwingen wollen. Sicher. Man weiß es nicht. So, doch, hier haben wir noch was. Hier haben wir noch was Feines. Na, immerhin. Oha. Was ist das? Ah. Ja, Milex, dann haben wir hier auch noch was. Dokument. Das können wir auch noch mitnehmen.
So, hier ist die Schnur. Dann müssen wir, glaube ich, hier rüber nochmal. Ne? Ich glaube, das war hier, ja. Und dann hier nochmal nach oben. Hui. So, und dann hängen wir uns mal hier nochmal entlang. Am wunderschönen Wasserfall des Lebens. Yeah. Dann drücken Sie Kreis. Bei mir klappt das irgendwie nicht, ne? Ich habe keine Ahnung. Bei mir klappt das irgendwie nicht. So, wir gehen. Also nicht mit mir, ne? Das Wasser sieht tief genug aus. Tief genug für was? Sollen wir hier mal durch runter? Oder gibt es hier noch einen anderen Weg? Oh, mein Fehler. So, was haben wir hier Feines? Das ist eine Gedenkstätte. Möge Chucky einen Umhang aus feinster Wolle für uns bereithalten, sobald wir die jenseitige Welt betreten. Lama-Wolle, ne? Okay, hier können wir nicht rein. Das heißt, erst einmal die Treppen runter. Ah, das nehmen wir doch auch noch dankend mit. Was haben wir hier? Ich kann nur etwas mit Jade entziffern. Jade. Das könnte ein Nachruf auf die Menschen sein, die hier bestattet wurden. Sowas wie ein riesiges, fettes Mausoleum, wie es ausschaut, ne? Alter, willst du mich verarschen hier? Alter, das sieht schon strange aus, ne? Fotomodus machen wir mal gleich. Anpassen. Was? Alter, das sieht cool aus, ne? Alter, das sieht cool aus, Freunde. Ich denke mal, das werden wir als Thumbnail nehmen. Ich mache auch nochmal sicherheitshalber ein schönes Passfoto für uns. Und dann denke ich mal, sieht es doch ganz, ganz gut aus, oder? Dass man das nehmen. Ach, das sieht schon geil aus, ne? Alter. So, dann gehen wir mal hier nach draußen. Komm schon, meine Liebe, komm schon. Quetsch dich durch, Süße. Hm.
frische Luft schnappen, Gott sei Dank. So. Alter. Alter, das sieht fett aus, ne? Alter, sieht das geil aus. Alter, die sieht so geil aus, ne? Freunde, ich glaube, das können wir auch nochmal so nehmen. Junge, Junge, Junge. Okay. Ja, wir lassen das mal so. Boah, war das knapp jetzt. Cool. Was haben wir hier Feines? Yeah, weitere. Wie cool, wie cool, wie cool, wie cool. So, das nehmen wir noch mit natürlich. Ist jetzt auf einmal hier alles so fucking dunkel. Ach so, okay. Jetzt, ach Gott, jetzt ist doch wieder hell da. So, dann jumpen wir mal. Alter. So, schnappen wir hier nochmal nach Luft. Was hat das jetzt hier gebracht? Naja, wir haben ja... theoretisch alles, ne? Komisch, wir können da nicht nach oben. Ich bin jetzt mal ganz mutig und schwimme einfach hier quer durch. So.
So. Wo habe ich jetzt fast verpasst hier, ne, das Teil? So. Haben wir dann die Krypta? Nee, immer noch nicht. Fuck. Okay, liebe Freunde, dann machen wir hier eine Folgenpause. Sehen uns dann aber wieder morgen hier. Da müssen wir mal schauen, was wir hier falsch gemacht haben. In diesem Sinne, macht's gut. Bye, bye. Euer Franconia. Servus.